Herzlich willkommen zur ersten Folge von Let's Play Sims 3 hier auf Philips. So, ich bin hier gerade im Stadtbearbeitungsmodus. Und zwar wollte ich ja die Philips WG, habe ich erstellt letzte Woche. Wir haben 22.500 Simoleons gerade als Geld übrig. So, ich habe eine Wohnung gebaut, und zwar die da. Die kostet aber 33.000 oder so. Deswegen, weil wir arm sind und armer YouTuber, haben kein Geld, ziehen wir jetzt in die Moskitobucht. Ein Schlafzimmer, ein Badezimmer. Das wird lustig. Zu viert jetzt erstmal einziehen und das nehme ich so lange, bis wir Geld haben. Ja. Und wir haben nicht mehr viel Geld, sag mal so. Ich muss ganz schnell meine Liste aufmachen, damit ich hier jeden Beruf suchen kann. Das habe ich ganz vergessen. Und dann geht nämlich der Spaß los. So, sind jetzt da eingezogen. Genau. Und da möchte ich rauswerfen. Nee, verbinden mit. Haushalt aufteilen. Zu diesem Haushalt wechseln. Zu diesem Haushalt wechseln. Ja, weil ich gerade in einem anderen Haushalt. Ja. Ja, speichern. Weil ich gerade in einem anderen Haushalt aktiv war. Muss ich da jetzt wechseln. So, ist meine SMS3-Datei. So, speichert. Speichert ist immer sehr schön. Und es speichert, speichert, speichert. So, Sims 3 kommt natürlich wie immer montags, mittwochs und freitags ab heute. Vielleicht irgendwann immer noch öfters. Kommt drauf an, wie ihr es euch wünscht. So. Ich muss kurz eine Steuerung gewöhnen. Die sind leicht anders als wieder als bei Rollercoaster Tycoon 3. Das sind sie also. Sehen, ob ich noch jeden zusammenkrieg. Das müsste ich... Scheiße, das ist Uwe. Stimmt, gelbes T-Shirt ist Uwe. Das ist auf jeden Fall Sebastian. Das könnte der Daniel sein. Ne, bin ich. Das ist der Daniel. Wie sehe ich denn aus? Wieso habe ich denn Daniel so eine komische Kette gegeben? Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich finde den Sebastian, ich glaube, der ist mir am besten gelungen. Achso, ich habe ein bisschen Bart. Sebastian und ich haben gleich einen Bart. Ne, er hat unten ein bisschen mehr. Schon eine Woche her, dass ich die erstellt habe. So, wir gucken erstmal ganz schnell in das Haus rein. Viel machen kann ich jetzt eh, ne? Gesetzeshüterkarriere einschlagen? Ne, das gibt's so nicht. Wir brauchen 4 Betten, weil, wie geht's denn denen gerade? Energie ist bei allen gerade sehr weit unten. Das Problem ist, ich sehe hier plus 2 Betten und wir haben plus 173 Geld dafür. So, müssen wir vielleicht was verkaufen, um, ja, vielleicht reicht das schon, um ein Bett zu kriegen. Schlafzimmer. So. Wie viel kostet ein Bett? 300. Ja. Kann ich mir gerade mal noch so leisten. Die Frage stellen wir jetzt hier hin. Stellen wir jetzt hier hin. So. Sind ja erstmal provisorisch. Und jetzt sagen wir denen mal gleich allen drei: Sebastian, geh bitte in dieses Bett. Bettbesitzverhältnisse einstellen. Sebastian, und dann gehst du bitte schlafen. So, Philipp legt sich neben Sebastian. Bett versitzt Philipp. Und dann schlafen. So, Uwe darf sich gegenüberlegen. Er kriegt das Bett und er darf schlafen. Und der Daniel an die Treppe. Zack. Daniel Kunze und schlafen. Dann wünsche ich viel Spaß. Und dann gucken wir uns die doch mal an, wie sie da hinlaufen. Die kennen sich ja, glaube ich, noch gegenseitig noch gar nicht. Oder? Doch, ein bisschen kennen sie sich sogar schon. Bin begeistert. Sebastian, was ist mit dir los? Bleibst du zu Hause stehen? Nö. Gehst doch mit auf. Ah, jetzt können wir sie alle nochmal im Schlafanzug betrachten oder in ihrer
Nachtwäsche, Uwe. Was hab ich denen gegeben? Habt ihr gesehen, Sebastian mit seinen lustigen Schuhen? Okay, in der Zeit möchte ich bitte zu jedem erstmal suchen, die müssen ja ihre Arbeit kriegen. So, Sebastian sollte zum Militär gehen. Militärkarriere einschlagen, das ist schon mal gut. So, ich wollte Hacker werden. Nee, Gesetz ist wieder nicht. Nee. Nee, Hacker. Hacker suche ich. Und Uwe sollte in die Politik. Journalismus, Fähigkeit, Charisma. Nee, Journalismus ist nichts für Uwe. Und der Daniel sollte Handwerker wollte er werden. Wirtschaftskarriere, nee. Aber Geschicklichkeit kann man lernen. Also nur Sebastian haben wir jetzt schon mal. Die müssen erst alle am nächsten Tag mal Arbeit suchen. Haben wir einen Computer oder sowas ähnliches? Da wäre zu schön gewesen bei dem Geld. Weil wir brauchen Geld. Das ist wichtig. Ist irgendwas im Kühlschrank eigentlich? Nicht viel. Ob das reicht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Gärtnern. Sebastian möchte gärtnern. Er stoppt das davor. Sebastian können wir gerne gärtnern lassen, so wie der Garten aussieht hier. So wie der Garten aussieht. Was möchte ich nicht? Schach spielen. Ja, Schach können wir spielen. Kann ich zwar nicht. Jemanden kennenlernen. Ja. Party veranstalten. Ja, natürlich, Uwe. Heiraten möchte dann jetzt schon. Fernsehen. Pizza bestellen. Aber haben kein Geld dafür. So, wer ist denn wach? Sind alle wach? Naja, plus ich zoome nicht Bild auf. Nee, gucken wir uns. Sebastian. Gibt's schon Zeitung? Nee. Na, wer ist denn jetzt schon wach hier? Wer ist denn das? Daniel. Kann er Daniel kochen? Frühstück servieren. Waffeln. Was die anderen machen, jetzt ist mir egal. Jetzt muss ich erstmal den beobachten, der kocht. Weil das ist immer der Problemfall am Anfang. Hotdogs zum Frühstück wäre auch nicht schlecht. Ich mach mal den Ton ein bisschen lauter von den Mitspielern. Stimmen, Soundeffekte. Guten Morgen, Jungs. Steht euch alle gegenseitig im Weg, oder was? Oh, ich hab einen Angelhaken gebaut. Was ist das? Uwe. Ich habe einen Angelhaken gebaut und mit dem kann sie angeln gehen. So, ist schön, ja. Ich habe auch schon mal vom Angeln gehört. Komm, lass mal Freunde werden. Ich mache Videos und habe da Karten gekauft. Das ist ein Idiot. Und Videos, oder? Habe ich auch schon mal davon gehört. YouTube oder sowas oder was, hä? Oder Video oder was oder wer oder wem, was? Hä? Bist du auf die Fresse? Ja, und mit so Grimassen, da mache ich Comedy-Kanal, so Philips hieß der Kanal. Oh, das freut mich. Mensch, Uwe, du siehst aber schön aus. Was soll denn das darstellen? Oh, ich hab einen Hut auf. Was es schon mal zu essen gibt. Oh, ist, ich habe neue Schuhe gekauft gestern. Ich mag sie, ich stecke Schuhe, da laufe ich immer voll toll drinnen. Ich mag Computer. Ja, aber ich hab Hunger. Also ich. Na Daniel, wenn du Hunger hast, dann koch mal ein bisschen schneller. Es wird bestimmt eh nichts jetzt gerade. Dort ist was geworden. Kawadi! Ah! Sieb!
Mensch, ich hab's Essen zubereitet, also könntest du essen. Und Haus haben wir doch schon in die Bank. Aber es schmeckt den Jungs, das ist gut. So war's das. Ich muss einfach gucken, wer. Sebastian. Sebastian, kannst du mal die Zeitung reinholen? Ist keine Zeitung da. Ich habe übrigens die Alterung ausgestellt, falls ich es noch nicht erwähnt hatte. So, wir fangen jetzt an, jeden einen Job zu geben. Und deswegen fahren wir jetzt mit mir. Wo kann man den Hacker-Karriere anfangen? Geht denn sowas? Geht's denn da lang? Ach, nix. Wissenschaftskarriere. Nee. Achso, das sind ja die ganzen Läden. Wellnesscenter. Verbraucherkarriere, nee. Journalismus. Gastronomie. Medizin. Grußkartenfoto machen. Politik? Nee. Musik? Nee. Wo hab ich denn jetzt mit Hacker? Ich hab irgendwo Hacker-Karriere gelesen. Sims 3 Hacker-Karriere. Wetten, dass es in irgendeinem Erweiterungspack ist? Ich denke mal auf wildes Studentenleben oder wie auch immer das heißt. Achso. Ich bin komplett. Achso, das ist gar gerade nicht Beruf. Ich kann nur von 0 bis 7 Uhr nachts hacken. Ja, toll, da bin ich nicht mehr ordentlicher Beruf, hab ich. Oh, ich bin so traurig. Gut, dann schickt man Sebastian ins Militär. Wo geht denn das? Was sieht denn aus nach dem Militär? Verbrecher? Militärkarriere. Pass auf, ich kaufe mir jetzt einen Computer und da gucken alle rein. Jobs. Gibt es irgendwo noch einen anderen Jobberuf? Was sind das hier unten? Nee, Profisportler will ich ja nicht werden. So, wir gehen jetzt zurück zum Haushalt, kaufen uns jetzt ganz schnell einen Laptop oder einen Computer. Und brauchen wir ganz viel Geld, um den zu kaufen. Wie viel kostet er denn? Der Laptop. Badezimmer, nee. Computer. Rubin, 3000. Achso, 800. 800 brauchen wir. Kann nicht so schwer sein, jetzt 800 Euro irgendwo drinnen zu verkaufen, oder? Irgendwas werden wir doch nicht brauchen. Wenn es ein Stein ist. Oh, den kann man nicht verkaufen. Das ist jetzt frisch gewesen. Ich wollte einen Stein verkaufen. Hier noch so eine Straßenlampe im Garten stehen. Kann nicht gelöscht werden. Oh, was ist denn das?